Mann, der schaut sich schon mit den Füßen, der Fritz. Ich bin ja im Eingeben. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie, kann auch 2010 oder 11 gewesen sein. Da habe ich dann mir den Materialschrank mal angesehen, den die da hatten. Das sah aus wie so ein Flohmarkt-Rappelschrank. Mit so einer, nicht mit Schubladen, sondern mit so einem Teil, was man von oben nach unten aufzieht. Da. Ach ne, doch nicht, das war wie so Schubladen, die hat man seitlich aufgezogen, so Ziehharmonika-artig, die eine Seite nach links aufgeschoben, die andere Seite nach rechts aufgeschoben. Auf so einen Schrank geht's ja nicht. Das ist hier, dann habe ich mir mal das Material angesehen, was sie da am Start haben. Da waren Schachuhren größtenteils eigentlich fast nur, gefühlt sahen die aus wie von 1996. 20 Jahre alte Schachuhren, was sie da noch drin stehen hatten. Da sieht man mal, aber die teuren Spieler bezahlen hier. Was hat er gezogen hier? Da ist er über Brett geschabt. B4, die Züge muss man erstmal finden. Finden Sie den Zug. Per Zufall ausgelöst. Da habe ich mich auch gefragt, wo ich da bin. Meine Güte. Das war ja wie Flohmarktverkauf sah das aus. Hier, wir haben einen alten Schrank von 1950 geknackt. War von einem Schachverein. Hier wollen sie kaufen, 5 Uhr pro Schachuhr. Absolutes Schrott da nur drin. Da haben sie auch gefragt, in welchem Verein man ist. Geht da nicht Springer, andere nicht wegen Läuferschach. Ja, theoretisch wird das so gehen. Springer C7 macht er auch. Verliert den Turm. Obwohl Läufer F5 geht ja noch. Läufer, ich verstehe Schach. Machen Sie schon Ihren Zug. Schach! Bursche ist jubiliert. D5. Da habe ich mir auch gefragt, wo ich da geblieben bin. Bezahlen Ihren Spitzenspielern da, dafür, dass Sie für den Wald- und Wiesenverein in der Verbandsklasse spielen. Die haben eine Zeit lang sogar Verbandsliga gespielt, da sind sie ja ganz schnell wieder abgestiegen. Was bringen mir zwei Spitzenspieler an den ersten beiden Brettern, wenn ich an den nächsten zwei Brettern zwei OK-Spieler habe und an den nächsten vier Brettern Schrottspieler? Das bringt doch auch nichts. Da müssen die quasi fast schon an den ersten vier Brettern, müssen die ja schon vier Punkte holen, damit den Unentschieden holen. Wohl, die haben sich ja immer höchst enthusiastisch in ihre Remisen reingeklammert. Die sind aber trotzdem sowas von abgestiegen. Dann sind die Verbandsklasse auch noch abgestiegen, weil die Spitzenspieler wohl nicht mal bezahlt werden sollten. Das haben die aus dem Verein wohl nicht mal eingesehen, dass die Spitzen-Hupa-Dupa-Spieler da die dicke Kohle einstreichen und die laufen da, die haben da Material im Schrank stehen, dass einem das Erbrechen kommt. Kannst du auch nicht sein. Ja, und seitdem spiele ich nicht beim Verein. Da habe ich mir dann gesagt, besser ich spiele in gar keinem Verein als im Scheißverein. Außerdem auch bei den guten Vereinen. Die Vereinszeit ist einfach vorbei. Wenn man sieht, was die wie Schach vor sich hindümpelt. Die spielen alle nur noch andere Sachen oder im Internet oder haben keine Zeit mehr. Schoch. Das bringt da nichts mehr. Das ist auch so ein Verein. Da habe ich einfach nach einem halben Jahr keinen Bock mehr gehabt auf Schach. Ich habe eine Zeit lang gar kein Schach mehr gespielt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Das könnte ich gerade davon auch nur warten. Ich habe keine Zeit. Ich muss wichtige Partien tätigen. Lololo. Obwohl normalerweise ist das eigentlich, sieht das materiell eigentlich gar nicht so verloren aus. Was hat er denn gezogen hier? Ich habe das Geschleife gehört. Ja, so ein Superzug, den kein Mensch hier rausfinden kann. König D6. Das ist rein grob gerechnet Turm, zwei Figuren für die Dame. Das ist eigentlich, so gesehen ist das gar nicht so schlecht. Der Bauer kann sowieso nicht umwandeln, weil da Springer Turm draufstehen. Jetzt müsste nur noch die Spielstärke stimmen. Dann könnte Purches bestimmt da irgendwas rausholen aus der Partie. Aber da spielt ja nur noch Willkommen beim Schlachter. Wie so eine Kugel, die mit dicken Augen vom Schlachter steht. Es droht natürlich jetzt auch der Turm geschlagen zu werden, deswegen Turm F8 oder sowas. König E7. Was auch sonst.
Zack. König F2 kommt schon herbei. Das ist natürlich jetzt nicht so Larifari zu spielen hier. Dass man sagt, das Spiel mit geschlossenen Augen. Dann pennt man eine Sekunde, hat ruckzuck mit der Springergabel die Dame verloren und dann hat man eine dumme Figur weniger. Da muss auch Fritz lange überlegen. Muss ja das Strickzeug beiseite legen. Muss ich mal konzentrieren. König E3. Rook F8. Zumindest schnallt Purchase hier, dass er die Dame nicht schlagen darf. Was zum Beispiel nicht passieren dürfte, ist, wenn man hier das würde noch nicht mal gehen, den Springerschach reinkommen. Also da müsste der Läufer schon hier stehen. Der Springer müsste irgendwie einen Schach geben und dann wird er die Dame einstellen. Aber ich glaube, das wird wohl nicht passieren. Das bin ja nicht ich, der mit Weiß spielt. G4. Hören Sie mal auf mit der Schachuhr. Plus 0,87. So wahnsinnig gut im Vorteil schätzt er sich auch gar nicht. Da sollte man ein bisschen Zug mal kurz in die Küche stiefeln. Und zumindest die Kartoffeln vom Herd nehmen. Kartoffeln müssen noch was ziehen. Keine Zeit für sowas. Keine Zeit, Kartoffeln abzugießen. Keine Zeit. Ich muss wichtige Schachpartien managen. Jetzt habe ich das da reingeschickt. Jetzt muss ich diese Köcherei anfangen und schicke das Tele. Er verschluckte sich an seiner Rotze. Das ist immer besonders episch. Vor lauter Hochspannung vergesse ich die korrekte Art und Weise, meine Flüssigkeiten runterzuschlucken. Aber wie soll das dann später weitergehen? Gut, der Bauer zieht nach B6. Mag es schon so sein, wenn es denn irgendwann gehen würde. Aber wie soll das dann weiter funktionieren? Wenn Purchase jetzt sowas wie Spielstärke an den Tag legen würde, dann wäre es ja durchaus möglich, dass er die Partie ein Remis gestaltet. Also die Remisbreite, zum Beispiel Turm F4 Schach. Also der Turm hier in Schach. Dann hätte das Schach vielleicht gedroht. Dame nach C3. Du, 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 du. Was ist denn jetzt mit Turmschach? König E3, Turmschach. Ja, gibt es auch. Ein Schach. Hier gucken hier. Schach, Schach, Schach. Ach, der Zug F8, F4 bringt dir Probleme ein, Purchase. Wie immer glaube ich das nicht. König D3. Das ist der voller Gewinnzug hier. Turm C4. Vielleicht will er auch so spielen, wie es für menschliche Gegner unangenehm wäre, kann auch sein. Das ist ja was anderes, ob man gegen menschlichen Gegner spielt oder gegen den Computer. Also sagen wir ehrlich, wenn ich heutzutage sehe, wenn Schachgroßmeister gegen Computer blitzen, zumindest zuletzt, wo ich davon was mitbekommen habe, dann ist das schon so. Dann bekommen die schon Bauern vorgegeben und so eine Sachen, damit das überhaupt einen Sinn hat, zumindest in Blitzpartien. Die ziehen die ja so ab. Da hat sich ja herausgestellt, dass es im Blitzen zumindest besser ist, taktisch stark zu spielen, als strategisch. Was bringt mir das denn, wenn ich in der Blitzpartie eine strategische Superstellung habe und lasse dann erstmal vierzügig die Figur einstehen? Da bringt mir die strategisch super beste Stellung nichts ein. Da muss ja schon super extrem gut stehen, dass die gegnerischen Figuren alle auf einem Klumpen stehen oder so. Gibt ja auch Stellungen, da hat eine Seite eine Dame weniger, steht aber trotzdem besser.
weil die Dame irgendwo in der Ecke eingeklemmt steht und nie wieder rausziehen kann. Aber im Normalfalle hat sich gezeigt, ist es besser, taktisch stark zu spielen, als strategisch. Man darf ja natürlich nicht die voll den super strategischen Crap spielen, aber da gibt bestimmt noch einen Schach. Doch nicht. Ja, gibt keinen Schach, hat keinen Bock auf Schach. Aber richtig vorwärts kommt hier Fritz auch nicht. Auch wenn er großspurig hier schreibt, da wäre ein Fehler gewesen. Ich sehe da jetzt immer noch keinen Fortschritt. Aber ich bin guter Dinge, dass er das einstellt hier. Da wird hier zu lange sinnlos hin und her ziehen. Plus 5,32. F8, F5 bringt hier eine Menge Probleme. Kleine Hilfe wiegt mit dem Zaunfall. Okay, ich nehme den Zug zurück. Nein, natürlich nicht. Das muss doch an Pursches seiner Ehre nagen, wenn man als Schachgroßmeister hier anfängt, hier Zuge zurückzuziehen sollen. Mach mal hin da, König weg aus dem Schach. So, er hat sich sogar noch einen Turm, das ist ja gemein. Wie fies. Da holt sich Fritz nur einen Turm statt eine Dame. Ah, verdammte Axt! Ich bin zu blöd, einen Zug auszuführen. Jetzt mach mal hinter da! Meine Güte, Pursch, das kann sein Glück gar nicht begreifen hier. Wegen meiner Blödheit. Der Pursch, das meint wahrscheinlich... Endlich hat er die Partie lange genug gestreckt. Mein Gegner hat ja wahrscheinlich jetzt gerade das achte Bier am Hals. Hab ich endlich lang genug und da hat mein Gegner besoffen war in der Partie. Meine Güte. Das mag ja gegen manche Schachspieler in manchen Vereinen wirklich eine gute Möglichkeit sein. Man streckt einfach die Partie möglichst lange, bis sie total besoffen sind und dann gewinnt man die Partie. Ich kenne ja Spieler, die hängen ja... Was hast du gezogen? G3. Die hängen ja die meiste Zeit mit Humpen am Tresen rum. Während ihrer Turnierpartien. Dann kippen die sie erstmal ein. Da fällt doch der Pursches nicht drauf rein. Fritz nicht drauf rein, Pursches. Vergiss es. Wie willst du ein schnelles Ende sehen? Mit Matt und so. Das muss doch in dieses Video reinpassen. Läufer G2. Ich mach erstmal Läufer G2. Warum auch immer. Der Läufer steht gut hinter den Bauern. Bauer vor. Das kostet gleich den Turm. Vielleicht wird auch was an Schach geben, weil Schach ist immer super. Patzer geben jedes Schach. König C5 würde ich gefühlt sagen, genau. Im Gegensatz zu Pursches hat Fritz nämlich Ahnung vom Schach. Turm B1, es kostet jetzt den Turm, Dame. Was schlug ich mich beinahe? Warum zieht er denn nicht Dame Schach? Und dann holt er sich noch eine Dame und kassiert sich den Turm ein. Der muss erstmal lange rumsuchen hier. König F7. Natürlich. Welchen Zug denn auch sonst? Zumindest hat Pursch jetzt gesehen, warum er den nicht nehmen konnte. Schnell, schnell, schnell. Zeit ist Geld. Und Geld haben wir auch nicht. König D6. Nein, König D6. Turm B1. Damit C7. Go by side, but do it now. G4. Warum frisst er den Bauern nicht? Holt er sich keine Dame oder sowas? Wird das matt? Matt in 19, meine Güte. So, deswegen werde ich nach dieser Partie auch nicht hier... Also ich werde kein weiteres Video anfügen. Das hat ja keinen Sinn. Hier muss ich natürlich erstmal den ausführen. Vor lauter Aggro hier schaffe ich es noch nicht mal die Züge auszuführen hier. Dame... Die Zeit enteilt!
ich krieg das Bad nicht mehr rein. Mann!